Hollerö, Hearthstone-Fans, ist euch eigentlich auch so kalt wie mir? Ihr könnt vielleicht das Fenster zumachen. Schade, der Sommer ist irgendwie nicht so schön sommerig. Hier kommt der nächste Gegner, was haben wir denn hier? Todesbringer Sauerfang war mein erster legendärer Diener. Dieses gesamte Abenteuer basiert praktisch auf ihm. Okay. Was haben wir denn? Kann nur durch Waffen Schaden erleiden. Okay, ich habe... Habe ich die... Scheiße, habe ich das Deck... Ich glaube, ich habe genau das Deck kaputt gemacht. Wie blöd. Das machen wir mal ganz fix. Ganz fix. Ich mache das jetzt wirklich ganz, ganz stumpf. Einfach nur, um zu gucken, was hat er für ein Deck. Zerstöre dieses lustige Dudu-Deck. Das war mal zum Testen. Dann nehme ich den Krieger. Dann... Oh, hier läuft die Spinne rum! Oh, was für ein Viech! Holy shit, war das eine Spinne! Die musste ich jetzt leider kurz mal beiseite legen. Wo war ich denn? So, und hier tippe ich jetzt Waffe ein. Allerdings ohne Zirkonflex. Und dann mache ich jetzt alles, was mit Waffe zu tun hat, mache ich da jetzt rein. Zieh zwei Waffen aus eurem Deck, sehr schön. Die ist auch nicht schlecht. Nee. Die sowieso. Die Blutschrei. Die kann keine Helden angreifen. Die ist ein bisschen blöd. Lass diese Waffe auf eure Hand zurückkehren. Nee, kostet zu viel Mana. Die. Brauche ich ein paar Diener. Genau den Rest. Moment, erstmal gucken, was ich hier noch habe. Zerstört die Waffe aus Gegners. Ich weiß nicht, ob mein Gegner Waffen hat. Die ist mal plus 1 Pflanze, wenn eure Waffe zerstört wird. Nee, die ist ganz cool. Auch Waffen kosten weniger, ist auch super. Und den Rest mache ich jetzt. Den Rest mache ich jetzt voll mit Spott. Und zwar mit guten Spottdienern. Und wenn ich schon ein paar habe, dann kann ich die auch mit plus 2 belegen. Ruf für jeden Feind. Ja, hier nehme ich auch mit. Je mehr, desto besser. Und die hier, weil die kann viel. Und die, weil die sehr stark werden kann. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, das ist jetzt mein erster Versuch. Ich kenne das Deck des Gegners nicht. Bin auch gerade ein bisschen zu faul, um online nachzugucken, welches Deck man dagegen denn schön benutzen kann. Das mache ich irgendwann, wenn ich total verzweifelt bin oder die heroischen Solo-Abenteuer machen möchte. Aber im Augenblick versuche ich es mal. Ausnahmsweise so. Ja. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir geißeln gleich. Schön. Exzellenter Start. Das ist besser. Das ist die Karte, auf die ich ehrlich gesagt sogar gewartet habe. Die feurige Kriegsaxt. Die hat nur 20 Leben. Okay, er hat auch Waffen. Jetzt wissen wir da Bescheid. Klingt jetzt komisch. Ich will tatsächlich die Karte spielen. Und noch nicht die feurige Axt. Die feurige Axt würde ich gleich kombinieren mit der Aufwertung. Ich sehe gerade, dass die ganz schön schwach ist. 4 Mana. 2-2. Die Karten sind eigentlich nicht so das Gelbe vom Ei. So, dann werten wir mal kurz auf. Zack! Los geht's! So, dann hauen wir mal eben ein Viech mit Spott rein. Ja, mach doch. Heil dich hoch. Das kriegen wir hin. Oh. Man könnte glatt glauben, der hat die gleiche Strategie wie ich. Ja, dann muss das so sein.
Die ist natürlich gleich Gold wert. 7-1. Schade, dass ich meine Aufwertung schon weg habe. Ja, machen wir doch mal die rein und greifen ganz dreist Face an. Ich weiß, der heilt sich mehr hoch, als ich ihm Schaden zufüge. Aber meine Diener hier werden das hoffentlich gleich regeln. Das ist natürlich richtig brutal, dass er jetzt zwei von den Viechern auf dem Feld hat. Dass er hier den da immer stärker macht, gefällt mir nebenbei überhaupt nicht. Spott und Gottesschild, das ist genau das, was ich haben will. Ja, da bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als den hier auf jeden Fall kaputt zu machen, sonst wird das gleich nichts. Ja, auch ich muss den zertrümmern. So oder so. Dafür schenke ich mir was Schönes. Nämlich den Arkanschnitter. Und irgendwas mit Spott und Gotteschild, wenn ich die schon umsonst kriege. Von der Hand des Gegners. Der hat gleich wieder volles Leben. Ich bin nicht wirklich vorangekommen. Oh, zweimal Blutschrei. Okay. Ne, halt, halt, halt. Ich muss den so rum angreifen, sonst sieht das nichts. Das ist leider nicht so cool, dass ich an seine Spottviecher nicht wirklich vorbeikomme. Aber dann weiß ich ja, worauf ich mich da einstellen muss, wenn ich gleich ein Deck zusammenstelle. Ja, bla bla bla. Ja, das ist gut. So, und dann spielen wir als nächstes einfach die aus. Ja, irgendwie, ja. Oh, echt jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Der macht leider gerade ein bisschen viel Schaden und ich habe nicht mehr so viele Spottviecher, aber wenn ich den jetzt rufe, dann mache ich den gleich versehentlich kaputt. Ja, nee, ich mache das so. Machen wir das so. Ja, ich weiß, das sind jetzt nur 4 Viecher, die ich hole. So halte ich die erstmal ein bisschen auf. Seine Diener. Das Doofe ist jetzt, ich kann nicht angreifen mit der Waffe, weil damit würde ich meine Diener komplett zerstören. Was ich jetzt also so oder so machen muss, ist hier mit meinen Dienern rein. Dann kann ich schön in sein Gesicht gehen. Oder ich zerstöre die so. Und hau ihm das um die Ohren. Jetzt hat er nur noch 10 Leben. So, wenn ich jetzt... Was kann ich denn gut gebrauchen? Ja, die eigentlich nicht unbedingt. Aber dann habe ich wenigstens einen Diener auf dem Feld. Aber die Waffe, die ich kriege, ersetze ich sofort durch meinen Arkanschnitter. Wie heißt das Ding? Arkanschnitter? Echt? Arkanitschnitter. Das sieht nämlich überhaupt nicht arkan aus. Ja, und damit habe ich auch diese Runde gewonnen. Hui! Mit einem relativ billigen Deck alles an Waffen rein, was ich habe. Ein bisschen mit Spottdienern auffüllen. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt, aber hat funktioniert. So, das war dann also die zweite Runde der Eiskrone, die unterste Zitadelle. Und wie es weitergeht, was uns beim dritten erwartet, das sehen wir dann im nächsten Teil. Also dann bis zum nächsten Mal.